Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Über 4000 Gäste feierten am vergangenen Wochenende im Festspielhaus. Lehre am Ball war angesagt und wir waren beim Ballereignis des Jahres mit dabei. Erstes Highlight an diesem Ballabend war die offizielle Eröffnung mit einer stilvollen Polonaise. Lehrlinge aus verschiedensten Industriebetrieben studierten mit Juanita Hieble diesen Eröffnungstanz ein. Also ich bin begeistert von unseren Jugendlichen, von unseren Lehrlingen. Es sind 40 Paare. Mit diesen 40 Paaren sind wir jetzt doch schon 5 Wochen bei den Proben dran und sie machen das ganz toll. Ja, es macht ziemlich Spaß. Ich habe noch letztes Jahr schon mitgemacht. Und ja, jetzt haben wir gedacht, mache ich heute gerade nochmal mit und ja, hat ziemlich Spaß gemacht. Im Anschluss hieß es dann Bühne und Tanzfläche frei. Die Band Roadwork spielte im Saal groß auf und das hochmotivierte Publikum füllte die Tanzfläche. Eines ist klar, so eine Veranstaltung funktioniert nur, wenn alle vollen Einsatz bringen. Von Seiten der Wirtschaftskammer ist man sehr stolz, dass man mit dem Lehrlingsball ein österreichweit einzigartiges Konzept bereits zum 6. Mal erfolgreich umsetzen konnte. Das ist super, das ist einfach so was für Tolles, so Stimmung und vor allem, was mir ganz gut gefällt, ist, dass die Lehrlinge, die Ausbildner, ihr wunderbares Programm machen. Es ist ein Traditionsball, wird es schon und vor allem, man spürt auch diese Gemeinschaft. Die Partymeute feierte natürlich noch bis spät in die Nacht, besser gesagt bis in die frühen Morgenstunden. Alles in allem war Lehre am Ball auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Es wurde viel getanzt, es gab spektakuläre Showeinlagen und vor allem sah man nur zufriedene Gesichter. Soweit zum Lehrlingsball im Festspielhaus Bregenz. Die Arbeiterkammer Vorarlberg und Voll.at haben diese Woche gemeinsam den Arbeitgeber des Jahres 2013 gewählt und am vergangenen Mittwoch in Feldkirch gekürt. Einige Eindrücke davon sehen Sie jetzt. And the winner is, hieß es in Feldkirch am Mittwochabend. Die besten Arbeitgeber Vorarlbergs wurden gekürt. Voll.at und die AK Vorarlberg haben die Arbeitnehmer im Land aufgerufen, ihre Betriebe anzumelden und diese zu bewerten. 97 Unternehmen waren dann in der Wertung und über 5 Wochen wurde anonym über Voll.at abgestimmt. In der AK in Feldkirch fand dann die Verleihung der Preise statt. In 5 Kategorien wurden jeweils 5 Unternehmen ausgezeichnet, darunter auch die jeweils großen Sieger. Die 5 Betriebe, die den Pokal mit nach Hause nehmen durften, waren die Josef Küpp GmbH, der DM-Markt in Lustenau, Gantner Electronics, der Dorfinstallateur und die Meusburger Georg GmbH. Gewinner waren allerdings alle Beteiligten. Die Auswertung der Fragebögen zeigte, dass man grundsätzlich sehr zufrieden ist im Land. Ja, es gibt Dinge, die klar sehr gut bewertet werden. Wenn man über die Führungskompetenzen der Führungsleute Bewertungen sieht, haben sie sehr hohe Fachkompetenz, aber haben das typisch Vorarlberger, den typisch Vorarlberger Mangel, es wird zu wenig gelobt. Und das ist in allen Branchen, das war in allen Schichten der Bewertung war es so, es wird zu wenig gelobt. Heute haben wir 25 Betriebe auszeichnen können, alle vorbildlich in ihrer Branche und konnten einfach auch einmal Danke sagen. Diese Bühne zu schaffen, das war uns ein Anliegen, gemeinsam mit der Arbeiterkammer und aus diesem Grund sind wir sehr, sehr froh, dass die Veranstaltung heute so ein großer Erfolg war. Die erste Ausgabe der besten Arbeitgeber Vorarlbergs war also ein voller Erfolg. Die Siegerinterviews der einzelnen Unternehmen sehen Sie dann ab nächster Woche Dienstag bei uns im Ländle TV Wochenmagazin. Beim Pressefoyer im Landhaus in Bregenz ging es diese Woche um das Thema sicher durch den Winter. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Die Bauprojekte der Wildbach- und Lawinenverbauung und das vielfältige Informationsangebot des Lawinenwarndienstes tragen entscheidend dazu bei, dass die Berggebiete Vorarlbergs auch im Winter erreichbar, bewohnbar und für Sport und Erholung nutzbar sind. Wir haben mit der Wildbach- und Lawinenverbauung einen wichtigen Sicherheitspartner im Lande, vor allem in den Bergregionen. In den letzten 10 Jahren wurden für Lawinenschutzprojekte in Vorarlberg insgesamt mehr als 55 Millionen Euro investiert. Das Gesamtbudget der Wildbach- und Lawinenverbauung in Vorarlberg für das kommende Jahr beträgt 17 Millionen Euro. Davon fließen 3,7 Millionen Euro in Lawinenverbauungen. Der Lawinenwarndienst des Landes wird auch diesen Winter regelmäßig über die Schnee- und Lawinensituation im Lande informieren. Der Lawinenwarndienst wird demnächst seine tägliche Berichterstattung aufnehmen
Und dieser Lawinenlagebericht, der täglich am Morgen zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr veröffentlicht wird, beinhaltet dann eben auch eine regionale Lawinengefahrenstufe. Das gemeinsame Ziel muss es sein, Wintersportler zu mehr Eigenverantwortung anzuhalten, erforderliche Grenzen im Interesse der Sicherheit zu respektieren, sowie Sport- und Freizeitaktivitäten unter möglichster Schonung von Natur und Wald auszuüben, fasste Landesrat Schwärzler abschließend zusammen. Knapp 10 Tage vor dem Start des Weltcup Montafons wurde vergangene Woche die Schneekontrolle durchgeführt. Und unsere Kollegen von Montafon TV haben einige Eindrücke für Sie eingefangen. 10 Tage vor dem Start des Weltcup Montafon kam der schwedische Streckenbauer Anders Forsell extra eingeflogen, um Ende November die Streckenkontrolle durchzuführen. Zusammen mit Christian Speckle vom OK-Team, Pistenchef Markus Büchel und Rennleiter Christoph Arndt ging es mit der Hochjochbahn hinauf und dann weiter zur Bergstation Seeblicher. Hier liegen mittlerweile 60 cm Schnee auf den Pisten. Zusätzlich wurde von den Beschneiern rund um Christian Oertel Depots beschneit. Das heißt, es gibt hier Schneehügel von bis zu 4 Metern. Die werden nun von Gerhard Oberer und seinem Pistenbully-Team verschoben. Bei der Schneekontrolle gab es bei allen nur lachende Gesichter. Wir haben dieses Jahr, hat man schon richtig toll Schnee machen können. Der Naturschnee und vor allen Dingen die Kälte hat uns in die Karten gespielt. Und wir haben schon richtig gute Bedingungen. Also es kann nur ein grünes Licht geben vom FIS-Shaper Anders Forsell. Wir sind total happy, was man in den letzten Tagen an Schnee produziert hat. Also großes Lob an der Stelle an diese Bretter Montafon und an die Beschneier. Die Temperaturen passen und somit haben wir, ja, ich würde mal sagen, 80% der Schneemenge produziert und die nächsten paar Tage füllen wir den Rest auf und beginnen jetzt morgen mit dem Streckenbau. Anders Forsell, der auch die Olympiastrecke in Sochi baut, kommt gerne ins Montafon und hat sich extra ein paar Änderungen einfallen lassen. Verraten wird aber nicht alles. Ja, yeah, looks good. Alles sieht sehr gut aus, viel besser wie im letzten Jahr. Da hatten wir nur 20 cm Schnee. Eine erfolgreiche Schneekontrolle heute. But now it's all white, so yeah, looks great. Wir werden die Strecke weiter Richtung Tal bauen, das heißt, es ergibt sich eine komplett neue Linie auf dem Kurs. Es werden auch noch zusätzliche Hindernisse für die Fahrer eingebaut, aber mehr verraten wir nicht. Somit steht einem spektakulären Streckenbau mit Hindernissen für die Border Weltelite nichts mehr im Weg. Wenn jetzt ab 5. Dezember das Wetter auch noch mitspielt, dann gibt es im Montafon perfekte Rennen. Ja, das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und bin dann am Montag wieder für Sie da. Machen Sie's gut. Tschüss. Der Sonntag startet mit Hochnebel über dem Rheintal und am Bodensee. Abseits davon wird es sehr sonnig. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen minus 1 und 3 Grad. Am Montag zeigt sich das gleiche Wetter bei maximal 3 Grad und am Dienstag ist es heiter bei Temperaturen von minus 2 bis plus 5 Grad.